geht wieder los. Ganz herzliches Willkommen euch zur ersten Spieltagspressekonferenz der Saison 2015-2016. Wir begrüßen euch ganz herzlich auch an dieser Stelle nochmal offiziell zur neuen Spielzeit und tun das mit unserem neuen Captain Markus Schwabel zu meiner Linken und unserem Chefcoach Peter Vollmann. Ja, Markus, ich glaube, das Kribbeln ist aller Orten spürbar. Es wurde viel geredet die letzten Tage und Wochen über diese neue Spielzeit. Beschreibt mal ein bisschen die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Ich denke, dass ihr seid auch so ein bisschen wie die Rennpferde in der Box jetzt und wartet darauf, losgelassen zu werden, oder? Ja, ich glaube, jeder ist froh, dass die Vorrunde jetzt vorbei ist, dass endlich die Spiele und Punkte wieder losgehen. Weil als Fußballer oder als Profi bist du einfach heiß drauf, dass es um was geht. Und wir sind alle gut vorbereitet, sind heiß und jetzt haben wir Zeit, dass es losgeht. Tja, Peter, heiß, das im wahrsten Sinne des Wortes, eine heiße Vorbereitung war es wirklich, aufgrund der subtropischen Temperaturen, die geherrscht haben die letzten Tage und Wochen. Gib uns doch vielleicht mal ganz kurz den aktuellen Stand in Sachen Vorbereitung. Wie warst du allgemein zufrieden? Es war eine relativ kurze Zeit natürlich, aber mit dicht gepacktem Programm. Ja, das ist richtig. Wir haben ein bisschen kürzer trainiert als der Rest der Liga. Ich denke, das muss jetzt aber nicht unbedingt ein großer Nachteil für uns sein. Und haben natürlich mit dem Mika Oyala einen Spieler gehabt, der mehr oder weniger 60% der Vorbereitung nicht mitmachen konnte. Jetzt auch nicht dabei ist, erst ab Montag, Dienstag wieder ins Training ganz leicht einsteigt, wenn sich alle Werte so bestätigen, wie es momentan den Anschein hat. Insofern mit dem Dennis Chiesa auch ein Spieler vielleicht nur 50% der Vorbereitung mitgemacht. Er ist aber jetzt wieder fit, das freut mich natürlich, dass er für mich jetzt absolut ein Spieler ist, der hinten links dann auch wieder zum Einsatz kommen kann, weil er das ja auch kann, weil er das schon bewiesen hat. Und insofern sind wir da so ein Stück weit gehandicapt, was aber letztendlich keine große Rolle spielen sollte für das Spiel am Samstag. Dann schauen wir doch mal auf den ersten Gegner, der da kommt. Von vielen Experten, vermeintlichen Experten, als einer der Top-Kandidaten gehandelt auf den Aufstieg. Siehst du es ähnlich? Ich denke, dass es eine Mannschaft sein wird, die unter diesen sechs genannten, die auch immer wieder genannt werden, die Rolle absolut einnehmen kann, dass sie ganz oben dran. Und wenn man die Mannschaft sieht, was sie verpflichtet haben, ist es ja nicht alltäglich, dass man Spieler von der dritten Liga, von der zweiten Liga in die dritte Liga holt oder sogar einen Aufsteiger von Darmstadt 98 mit dem König, der vorne als Stürmer agiert, sicherlich auch agieren wird mit Fenin, wenn man die Spieler Fink, einer der besten Torschützen der dritten Liga, sind da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer wieder so, sage ich zu der Mannschaft auch, die können auch nur Fußball spielen mit 11 Mann. Und da werden wir sehen, dass wir im offenen Fall mit dem Gegner auch den Kampf aufnehmen werden. Und wir brauchen uns da auch nicht zu verstecken oder ängstlich sein. Wir haben den nötigen Respekt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir werden uns versuchen, optimal auf den Gegner einzustellen und dann auch natürlich versuchen, mit unseren Mitteln auch hier, und das ist ja nach wie vor unser Ziel und das ist ja auch ein Ziel, was seriös ist, dass wir auch hier unsere ersten drei Punkte holen wollen. Sehr schön. Damit geben wir das Mikro frei für euch. Erste PK. Ich denke, es gibt eine Menge Fragen. Bitte schön. Wir haben ja schon viele Fragen gestellt, aber mich würde mal interessieren, was kann denn jetzt der Aalener Fan erwarten? Wie spielt der VfR unter Peter Vollmann? Ja, ich habe es schon oft gesagt, es ist ja immer so, dass wir gegen einen Gegner spielen, sondern können nicht allein das Formular bestimmen, was dann auf dem Platz umgesetzt werden kann. Und ich glaube, das ist ja grundsätzlich, es gibt da kein Patentrezept, sondern ich kann eben auch kein Formular ausfüllen und dann läuft es schon, sondern wir spielen gegen einen Gegner, der zumindest in dieser Liga eine sehr gute Qualität hat und wir versuchen natürlich über unsere gute Defensive dann auch nach vorne zu spielen, aber wir erwarten auch eine sehr kompakte Mannschaft, die komplett eingespielt ist in den Situationen, um die es geht, dann auch Fehler des Gegners aufzudecken.
Und das muss man eben sagen, vor dem ersten Spiel hat man keine echten Wettkampfwerte. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie der Gegner agiert, aber er weiß es letztendlich auch nicht über uns. Und deswegen gibt es keine Wettkampf-Eckdaten, die man dann immer mal wieder auch anwenden kann, wo man sagt, okay, das macht der Gegner, dies macht der Gegner. Aber wir haben, jeder hat nur diese Freundschaftsspiel-Auswertungen und mehr nicht. Deswegen glaube ich, ist ja auch der erste Spieltag so gespannt, weil keiner hundertprozentig weiß vom anderen, wie er letztendlich agieren wird. Wir kennen die individuelle Qualität, aber wir hoffen, dass wir genügend Spielanteile bekommen, die dem Fan auch Spaß machen sollen. Aber so ein Spiel ist harte Arbeit und gerade das erste Spiel, wo viele Dinge nicht hundertprozentig bekannt sind, wird darauf hinauslaufen, dass solche Spiele nicht unbedingt nur über den Fußball entschieden werden, sondern auch die anderen Werte, die nach einer Rolle spielen, auch ein ganz wichtiger Faktor sind, um so einen Gegner dann auch in die Knie zu zwingen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwei Fragen noch zu den Personalien. Sebastian Neumann, wie sieht es bei dem aus und was bedeutet das, dass Cesar wieder fit ist, muss Sarah Katalis auf die Bank? Sebastian wird also nächste Woche wieder locker ins Training einsteigen. Also er hat momentan keine Probleme, sodass wir mit der Hoffnung sind, dass er vielleicht innerhalb der nächsten Woche dann wieder 100% einsteigen kann. Es ist immer eine wackelige Angelegenheit nach so einem Muskelfaserriss. Da muss man mit der gebotenen Vorsicht rangehen. Und dass Katalis auf der linken Seite spielen wird, offensiv, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Also Cesar hinter Katalis. Die Möglichkeit besteht und ich bin aber immer vorsichtig, weil ich habe es gerade noch zum Chris auch gesagt, sicher sein, wer spielt, kann man erst nach dem letzten Training. Ich will nicht sagen, dass ich jeden Tag bete, dass sich keiner verletzt, weil dafür ist das Beten nicht da, aber ich glaube, dass es eben für uns wichtig ist, dass wir vor diesem ersten Spiel jetzt keine Verletzungen aus dem Training mehr rausholen und dann zumindest die Auswahl der ersten Elf für mich dann relativ einfach erscheint. Kurz zu Ojana noch, da wurde letzte Zeit oft spekuliert, immer mal dieses Gerücht vom pfeiferschen Drüsenfieber. Hat sich das bestätigt oder? Das hat sich zum Glück nicht bestätigt, aber es war wirklich so, dass am Anfang die Situation ziemlich alles darauf hingedeutet hat, dass er das pfeiferische Drüsenfieber hat. Das hat sich nicht bestätigt, zumindest bis zum heutigen Tag. Morgen ist die letzte Untersuchung. Beim pfeiferschen Drüsenfieber ist es ja so, dass die inneren Organe dann anspielen. Und die Blutwerte können trotzdem normal sein. Die Blutwerte sind mittlerweile deutlich, haben die sich verbessert. Es sind keine Anzeichen dafür, dass die inneren Organe geschwollen sind. Deswegen hat er morgen seine letzte Untersuchung und alles deutet darauf hin, dass er dann nächste Woche wieder ins Training langsam einsteigen kann. Können Sie Stand jetzt schon sagen, wie viele Positionen, also immer vorausgesetzt, dass persönlich nichts mehr vergeben sind für den Samstag? Nö, meine Mannschaft steht, wenn sich keiner mehr verletzt hat und verletzen wird, dann ist die Mannschaft eigentlich ziemlich klar, weil wir ja auch mit Maximilian Welsmüller einen Spieler haben, der die fünfte gelbe Karte absitzen muss. Deswegen ist eigentlich die Situation bei uns relativ klar, dass wir da die erste Elf fest haben und ich glaube, es ist auch keine große Geheimnistuerei, die Mannschaft, die spielen wird. Ich glaube, die weiß von euch auch jeder. Bitte? Der rückt für Welsmüller rein. Ja, das haben wir ja gegen den HSV gesehen. Sie haben. So, jetzt sage ich aber nichts mehr. Sie haben vor Wochen, bevor wir vorbereiten müssen, haben Sie gesagt, wir starten aus der letzten Startreihe angesichts der Tatsache, wie halt die Mannschaft spät zusammengekommen ist. Ist es nach wie vor so oder hat die Mannschaft so viel aufgeholt, dass man auf Augenhöhe mit den anderen startet? Es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass so eine gewisse Unsicherheit bei allen Beteiligten
auch da ist. Das ist so zwischen Anspannung, Selbstvertrauen und Unsicherheit, geht das ein Stück weit hin und her. Und ich glaube, nach dem Spiel, dann können wir sagen, ob wir noch ganz hinten sind oder vielleicht schon zwei oder drei Positionen in dem Autorennen dann nach vorne gefahren sind, was wir natürlich alle hoffen, und ich traue uns das natürlich auch zu. Aber ich denke, dass wir jede Woche damit konfrontiert werden, dass der Sieg in der dritten Liga sich sehr schwierig oder schwieriger darstellt, als wir das vielleicht alle vermuten. Markus, ganz kurz, dieser Umbruch hat stattgefunden. Jetzt kommen wir als neuer Spieler hierher zu dem Zweitliga-Absteiger, der mit einer neuen Mannschaft antritt. Was erwartet man da? Erwartet man da, dass man gegen den Abstieg spielt? Erwartet man, dass man vorne mitspielt? Oder wie schätzt der Kapitän die Situation vor dem Start ein? Ich glaube, wie schon gesagt, wenn eine Mannschaft komplett neu zusammengestellt wird, ist es wichtig, dass man sich erstmal findet, dass man eine gute, homogene Truppe zusammen hat. Und ich glaube, das haben wir. Wir sind alle realistisch genug, dass wir nicht davon sprechen, dass wir in diesem Jahr aufsteigen wollen. Da sind wir alle zu lange dabei, und bei so einer zusammengewürfelten, in Anführungszeichen, neuen Mannschaft ist einfach jetzt mal das Wichtigste, dass wir uns als Team finden, dass wir stabil stehen und so schnell wie es geht einfach mal mit den gefährlichen Tabellenregionen nichts mehr zu tun haben, und alles, was danach kommt, das werden wir sehen. Aber wir sind alle realistisch genug, dass wir jetzt nicht sagen, wir wollen dieses Jahr auch mitspielen. Ja, mein Vollmann, in den vergangenen Jahren gab es ja immer so ein Zweikampf um die Torwartposition mit damals noch Fesic und mal der Erste, mal der Erste. Die kam jetzt gar nicht auf, die Diskussion. Ich habe mit Olli Schnitzler mal am Anfang der Vorbereitung geredet. Er sagte, dass es ein offener Kampf sei. Wann haben Sie sich denn dafür entschieden, dass Bernhard die klare Nummer 1 ist? Die Situation hat sich im Grunde genommen selber entschieden, weil der Oliver da letzte Woche gar nicht, weil er sich die kleine Verletzung zugezogen hat und gar nicht 100% trainieren konnte. Das heißt, ich glaube, sogar letzte Woche dreimal überhaupt nicht trainiert hat, sondern nur in der Reha-Situation war und gestern das erste Mal versucht hat zu trainieren. Das ist einfach eine Situation, die sich selbst entschieden hat, und ich glaube, dass es im Torhüter nichts Schlimmeres gibt, als sich eine Woche vor Saisonstart zu verletzen. Und dann ist man natürlich in so einer Situation, dass der Daniel auch gegen den VfB Stuttgart hier sehr gut gespielt hat, weil eigentlich wollten wir jeden Torwart nochmal 45 Minuten spielen lassen. Das hat sich dadurch auch nicht ergeben, und insofern ist die Situation jetzt einfach eindeutig und ist jetzt auch von mir mehr blödsinnig zu sagen, ja, jetzt warten wir mal ab, wie er der erste Spiel macht, der Bernhard, vielleicht wird er nervös und dann kommt der Schnitzler doch rein. Das ist alles Quark. Der Daniel wird er am Sonntag erstmal im Tor stehen. Und alles andere wird sich danach auch im Laufe der nächsten Spiele ergeben, ob sich da etwas verändert oder eben auch nicht. Markus, sag doch nochmal was zu deiner persönlichen Situation, deiner Gefühlslage. Erster Pflichtheimspiel als Kapitän für den VfR Aalen. Also, wie geht's dir? Bist du mehr kribbeliger als die anderen oder das Gegenteil der Fall? Schreib das mal. Ich glaube, jetzt kribbeliger als die anderen ist jetzt ist nicht der Fall. Wir sind alle heiß, wir wollen alle, dass endlich losgeht und die Saison erfolgreich einläuten. Es ist jetzt für mich absolut eine Ehre, dass ich Kapitän sein darf und die Mannschaft aufs Feld führen darf. Aber jetzt nicht so, dass es jetzt für mich speziell, dass ich noch heißer bin als die anderen. Also das kann ich sagen. Aus der Vergangenheit kann man vielleicht auch mal ein paar Sätze sagen, wo Sie die Stärken von den Chemnitzer sehen, wo Sie vielleicht Schwachpunkte entdeckt haben. Ich denke, Schwachpunkte öffentlich zu sagen, halte ich immer für verkehrt. Ich glaube aber, dass die Mannschaft eben aufgrund ihrer individuellen Qualität auch, wenn man die vergleicht mit anderen Mannschaften dieser Liga, die auch ganz oben ran wollen, dann hat die Mannschaft eben individuell eine
sehr, sehr große Qualität, nicht nur von der Kadergröße. Ich glaube, die haben 10 Spieler mehr im Kader, als wir das haben. Das muss aber jetzt nichts mit dem Spiel zu tun haben, sondern das zeigt einfach, wo man in Chemnitz hin will. Ja, dass man da nicht blauäugig ist und sagt, sondern ich glaube, dass da die Situation klar ist, dass sie nach oben wollen. Und wir haben jetzt so richtige Schwächen auch nicht erkannt. Wenn man sicherlich von einer großen Stärke der Chemnitzer sprechen kann, dann ist das die Standardsituation. Ich glaube, sie haben 5, 6 Spieler, die um die 1,90 sind. Und das allein formuliert dann schon, dass sie bei Standardsituationen sehr stark sind. Dass sie sehr kompakt stehen, alle gut umschalten. Und wir haben also in diesen Spielanalysen haben wir wenig Schwächen entdeckt, wo wir jetzt sagen können, boah, wenn wir darauf hinspielen, dann gewinnen wir automatisch. Ich glaube, das ist schwierig und das ist besonders schwierig, vor dem ersten Spiel auch klar und deutlich zu machen. Sondern wir müssen darauf gefasst sein, dass hier 100% auf uns zukommt. Die müssen wir in irgendeiner Weise verarbeiten. Und das traue ich uns aber zu, dass wir auch die richtigen Antworten dann an den richtigen Stellen auch finden werden, um so dann auch erfolgreich zu sein. Und das ist nach wie vor unser oberstes Ziel, egal ob der Mannschaft, ob der Gegner Chemnitz, Dresden oder wie auch immer heißt. Wir wollen versuchen, Spiele zu gewinnen. Das steht an oberster Stelle. Und wie schon gesagt, das traue ich uns zu, dass wir in der einen oder anderen Situation taktisch sehr klug agieren müssen, um auch an die Fehler der anderen zu kommen. Das weiß die Mannschaft auch, aber Voraussetzung für dieses Spiel ist erstmal, dass wir morgens früh aus dem Bett steigen und alle 100% im Hintern haben, die wir dann auf dem Platz umsetzen müssen. Vielleicht ja schon die letzte Frage, Rassi, wie viele Karten sind bislang weg? Du nimmst es mir vorweg, ich wäre jetzt zum Abschluss sowieso noch darauf gekommen. Es ist eine sehr erfreuliche Situation in der Tat. Wir haben die 3000er Dauerkartenmarke geknackt. Das heißt, wir haben jetzt heute noch den ganzen Tag Vorverkauf, morgen noch den ganzen Tag und auch am Samstag früh. Und sind guter Dinge, dass wir also den Startwert aus der Zweitligasaison 2014-2015 in Sachen Dauerkarten noch erreichen werden. Insgesamt sind bereits 3700 Tickets vergriffen. Auch dort läuft der Vorverkauf noch auf Hochtouren. Karten sind auch am Samstag noch in der Innenstadt erhältlich. Touristinformation, Fanshop oder Print-at-home. Möglichkeit von zu Hause aus ganz bequem. Wir raten allen Zuschauern, den Vorverkauf auch noch zu nutzen, um dann dieses Spiel hier am Samstag ab 14 Uhr entsprechend genießen zu können. Wir hoffen natürlich, ich glaube, da stimmen die beiden Herren mit mir überein, auf einen tollen Auftakt, der ja dann auch abends schon ab 19 Uhr in der ARD Sportschau in Ausschnitten zu sehen sein wird, die Partie. Ich glaube, das ist auch schon ein schöner Fingerzeig, wurde ausgewählt von der Redaktion als eines der drei Highlight-Spiele dieses Spieltags. Und da wollen wir natürlich unseren Teil nicht nur in Sachen Kulisse, sondern auch sportlich mit dazu tun.